Ihr habt, denke ich, alle in den Nachrichten mitbekommen, in Thailand ist gerade eine Jugendfußballmannschaft in dieser Höhle eingeschlossen und es ist wirklich dramatisch, was da gerade passiert. Gell? Als wir in Bad Thainach waren, da hat uns diese Nachricht über die Nachrichten erreicht und da war es gerade ganz frisch. Da war diese Fußballmannschaft verschollen und dann brach dieser Jubel aus, weil man jetzt Taucher hineingesendet hatte in diese Höhle und die haben dann entdeckt, dass diese Fußballmannschaft noch alle leben. Ja, also da war noch diese Hoffnung da oder da war sie gerade ganz neu. Die Jungs werden gerettet und ich denke, das hoffen wir ja auch alle und beten dafür, dass das wirklich geschieht. Aber du hast gesehen, als diese Nachricht nach draußen drang, Rettung ist möglich, da haben die da draußen gejubelt. Die Eltern und die Väter und Mütter, die waren ganz freudig, sind Tränen der Freude über ihr Gesicht gelaufen. Wenn Rettung geschieht, das ist der Punkt, dann sollte in der Regel Freude geschehen, da müssen wir jubeln. Die Bibel spricht genau von dem, die Bibel sagt uns, es gibt Rettung, Rettung ist möglich. Rettung braucht der Mensch, weil der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, mit Gott in Kontakt zu treten, denn er ist ein Sünder und die Sünde trennt ihn radikal von Gott. Aber Gott hat in der Bibel einen Weg geschaffen, da lesen wir das, dass der Sünder mit Gott versöhnt werden kann durch das Geschehen am Kreuz von Golgatha, dass Gott seinen einzigen Sohn auf diese Welt sendet und für Sünder zu sterben. Und im Glauben angenommen kann nun der Mensch gerettet werden und in Gemeinschaft mit Gott kommen. Und diese Nachricht müsste eigentlich die ganze Welt zum Jubel verleiten. Wir müssten alle schreien vor Jubel. Aber das Interessante ist, dass es eben nicht geschieht, sondern Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf diese Rettungsbotschaft. Und wir haben gerade in der Lesung gehört vom Walter, als er es uns gelesen hat, wir haben da über einen vierfachen Ackerboden gesprochen, über einen Samen, der gesät wird, und Menschen reagieren unterschiedlich. Der Herr Jesus wollte uns hier keine Landwirtschaft vor Augen malen, ja, wie wir besser Landwirtschaft tun können, sondern der Herr Jesus sprach in einem Gleichnis, und das tut er ja oft, wenn er eine Wahrheit veranschaulichen möchte. Er spricht in Gleichnissen, in bildhafter Sprache, um einen Punkt deutlich zu machen. Und hier geht es in diesem Punkt, er möchte letztendlich sagen, wir sehen vier verschiedene Reaktionen auf das Wort Gottes, wie Menschen auf dieses Wort reagieren. Und es ist interessant, das spiegelt auch meine Erfahrung wider und deine vielleicht auch. Wenn du mit Menschen in Kontakt kommst und sagst ihnen das Evangelium, nicht jeder flippt vor Freude aus. Manche machen gar nichts, manche freuen sich vielleicht. Und diese unterschiedlichen Reaktionen, die sehen wir genau in diesem Gleichnis vom Sämann. Und wir haben das, was der Walter schon gelesen hat, das war dieses Gleichnis, bildhafte Sprache. Da wurden Samen gesät, manches auf dem Weg, das wurde zertreten, auf dem Felsen. Da wurden die Vögel, wurde es von den Vögeln gefressen. Manches fiel unter die Dornen, da wurde es erstickt. Und manches fiel eben auch auf fruchtbaren Boden. Bildsprache. Müssen wir in erster Linie nicht verstehen. Die Jünger haben es auch nicht verstanden. Sie sagten, Herr, was willst du uns eigentlich damit sagen? Und jetzt ist der Herr so gnädig, dass er genau dieses Gleichnis für damals und für heute auslegt. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wir wollen schauen, was bedeutet diese Auslegung, das Gleichnis vom Sämann. Und wir werden sehen eben vier unterschiedliche Reaktionen auf den Samen. Und es ist für uns wichtig, denke ich, dass wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, dass wir einfach sehen, dass da etwas geistlich geschieht, wenn wir das Evangelium anderen Menschen predigen oder wenn sie das hören. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir merken, es gibt letztendlich keine Schablone, die man anlegt, sondern hinter dem allen ist ein geistlicher Kampf. Und das werden wir jetzt sehen, was das für ein geistlicher Kampf dahinter ist, wenn das Evangelium gepredigt wird. Wir wollen mal schauen in Vers 11 zusammen. Da fängt der Herr Jesus jetzt an, dieses Gleichnis auszulegen. Und er sagt, das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same, der gestreut wird, ist das Wort Gottes. Der Same ist das Wort Gottes, der gestreut wird. Und was ist das Wort Gottes heute für uns? Das ist ganz klar, das ist hier das geschriebene Wort.
Ja, die Bibel geht ganz klar aus, dass dieses Wort Gottes hier die perfekte, allumfassende, wortwörtlich inspirierte Botschaft von Gott ist. Es ist nicht weniger, es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. Und woher wissen wir das? Das wissen wir, weil das Wort Gottes das selbst sagt. Wenn du ins Alte Testament gehst, von der ersten Seite siehst du, dass Gott persönlich spricht. Ja, wenn du die unterschiedlichen Religionen hast, wenn du suchend bist, du brauchst überhaupt nicht weit gehen. Wenn du an die Quelle gehst, was Gott dir zu sagen hat, gehst ins Wort Gottes. Da spricht Gott persönlich. Wir sehen das, als er zu Adam und Eva spricht. Wir sehen das an Abraham, Mose, an den Patriarchen. Überall spricht Gott selbst. Das ist interessant. Das ist nicht gefiltert, sondern Gott spricht authentisch zu uns. Wenn du im Alten Testament auch die Propheten siehst, wenn sie etwas verkündigen, sie sagen nicht, wir haben von 15 unterschiedlichen Zeugen gehört, sondern sie sagen, so spricht der Herr. Das heißt, Originalton von Gott selbst. Ist doch wunderbar. Ja? Wenn du Wort Gottes an dich haben möchtest, deinen Schöpfer, gehst ins Wort Gottes. Das ist unglaublich, gell? Müsste man schon wieder anfangen zu jubeln, aber ist halt nicht jeder, der jubelt. Werden wir gleich sehen. Wenn du dann ins Neue Testament gehst und du siehst, wie der Herr Jesus verkündigt, er sagt ganz klar, alles, was im Alten Testament geschrieben ist, ist authentisch Gottes Wort. Er sagt, er ist nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jedes Jota, jedes Strichlein ist inspiriert vom Wort Gottes. Das heißt, wir haben hier eine originale Quelle. Und dann, wenn es zu den Briefen geht, Apostelbriefe, sagen manche, das nehmen wir nicht an. Paulus sagt ganz klar, wir haben unsere Botschaft nicht von Menschen empfangen, sondern von Gott selbst. Das heißt, von diesem Deckel bis zu diesem Deckel ist alles Wort Gottes. Ich denke, das ist was absolut Wunderbares. Und dieses Buch hat nur ein Ziel, Gott zu verherrlichen, den Sohn Jesus zu verherrlichen und dass Menschen zum Glauben an diesen Jesus kommen. Rettung, lass mich mal profan ausdrücken, dieses Buch ist das Handbuch, ein Rettungshandbuch. Wenn du schon mal im Flugzeug saßt, dann kriegst du dann diese Anleitung, wo sowieso niemand zuhört, wie du gerettet werden kannst, wenn was passiert. Hier hast du das originale Buch, was du machen tust, damit du gerettet werden kannst. Diese Botschaft beinhaltet Rettung. Und wie kommt diese Rettung zu dir und zu mir? Indem der Same, das Wort Gottes, gestreut wird. Ja, die Bibel sagt uns, durch die Verkündigung kommt der Glauben. Wie sollt ihr glauben, wenn nichts verkündigt wurde? Die Bibel sagt ganz klar, durch den Samen Gottes wird gestreut. Und das ist für uns, denke ich, schon was ganz Wichtiges. Wie ist denn deine Reaktion auf dieses Wort Gottes, das du da lesen kannst und vielleicht schon zum x-ten Mal gehört hast? Wisst ihr, die Bibel ist kein Spielbuch. Die Bibel fordert von dir und von mir letztendlich eine Entscheidung, die ist radikal. Glaube ich dem Wort Gottes? Habe ich Errettung von Sünde oder habe ich sie nicht? Es gibt nichts dazwischen, sondern der Mensch muss sich dafür letztendlich entscheiden. Und darum geht dieses Buch. Und Gott hat diesen Weg gemacht und wir müssten alle jubeln und sagen, wunderbar, das nehmen wir alle an. Aber die Bibel sagt jetzt, es ist eben nicht so. Nicht jeder, der das Wort hört, glaubt. Und wir sehen, dann möchten wir in Vers 12 lesen, was passiert, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Da heißt es in Vers 12, die am Weg sind, sind die, welche es hören, also es hört jeder. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Ich denke, das ist eine dramatische Aussage. Das Wort Gottes, die Menschen hören das, aber sie kommen nicht zum Glauben. Und der Grund ist, da ist der Teufel. Der Teufel ist ein geschaffenes Engelwesen, sehen wir in Jesaja 28, der letztendlich in Hochmut von Gott abgefallen ist. Er nennt, oder wird in der Bibel genannt, der Vater der Lüge. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Ja, das heißt, er lügt die Leute an, dass sie nicht zum Glauben kommen. Er möchte, dass sie letztendlich zugrunde gehen. Es heißt vom Teufel oder vom Satan, er ist der Herr dieser Welt, er hat Macht auf dieser Welt und er geht umher wie ein brüllender Löwe.
Und immer wenn jetzt dieses Wort Gottes, diese frohe Botschaft gepredigt wird, dann ist er da und versucht, dieses Wort, dieses heilbringende Wort von den Menschen wegzunehmen. Ihr habt es schon erlebt, schon viele Male, dass du predigen kannst mit zu Leuten, verstehen gar nichts. Das ist immer interessant. Und das ist letztendlich das Ziel des Teufels, dieses gefallenen Engelwesens, dass Menschen nicht zum Glauben kommen. Wisst ihr, und das macht er ja ganz geschickt. Atheisten, die nicht an Gott glauben, die in Religion verstrickt sind, die lässt er ja in der Regel in Ruhe. Ja, braucht er sich nicht drum kümmern. Aber da, wo der Kampf ist an der Front, da, wo Verkündigung geschieht, da geht er natürlich dran und versucht, das zu verwässern, dass Menschen, wie wir gelesen haben, nicht zum Glauben kommen und nicht gerettet werden. Und wie macht er das? Auf zwei Arten. Wir haben gesehen, durchs Wort Gottes werden sie gerettet. Er geht letztendlich dran und verwässert das Evangelium. Das heißt, er macht es profan. Wisst ihr, heute hörst du von einigen Kanzeln, möchtest du nicht noch Jesus annehmen zu deinem doch schon so perfekten Leben? Möchtest du nicht noch ein bisschen erfüllter werden? Möchtest du nicht Abenteuer mit Gott erleben? Die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, wenn du nicht zum Herrn Jesus kommst, gehst du für ewig in die Verdammnis. Das hört sich schon mal ganz anders an. Wisst ihr, wenn ich zu dir sage, möchtest du nicht Jesus annehmen oder nicht und sehe dahinter gar keine Notwendigkeit, wer braucht es dann schon? Aber wenn ich dir sage, du gehst auf den Abgrund zu und du fällst dahin und eines Tages, wenn du stirbst und stehst vor deinem Gott, und manchmal geht es ganz schnell, dann hast du keine Ausrede mehr. Ja, du brauchst einen Schuldschein, der zerrissen ist. Und das kann dir nur der Herr Jesus geben. Das heißt, er verwässert die Botschaft, er sagt sie nicht mehr klar, oder das andere, was er macht, er intellektualisiert die Botschaft. Ja, ich spreche als mit Menschen, die sagen nicht, dass das Wort Gottes falsch ist, aber die kommen dann und sagen, ja, aber wie ist das mit der Schöpfung und wie ist das Wissenschaft heute? Ich kann das nicht annehmen. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz klar, diese Botschaft ist die törichte Botschaft. Die ist so einfach, dass ein dreijähriges Kind verstehen kann. Herr Jesus sagt, er hat nicht die Weisen erwählt, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Wisst ihr, du bist letztendlich herausgefordert zu sagen, glaube ich dem, was da geschrieben ist, oder glaube ich den schlauen Leuten, die was anders sagen? Es gibt nur einen Weg, die Botschaft ist klar, Heil allein in Christus durch Glaube. Aber das macht der Herr, dieser Teufel immer wieder. Wisst ihr, der Teufel ist so jemand, der macht es, wenn jemand zusammenbricht hier, kämpft um sein Leben und wir sagen, hol den Notarzt, das ist gefährlich, der stirbt uns weg. Und ich schicke den Teufel nach draußen und er sagt, er soll den Notarzt einweisen. Und der Notarzt kommt, der müsste sagen, hier, geh, fahr da rein. Der Teufel macht immer, fahr nach da hinten, fahr bloß weit weg. Und so ist es bei dir, wenn du diese Botschaft hörst und nicht reagierst, passiert genau das. Habt ihr es schon oft erlebt? Mein Bruder, der ist vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen. Den habe ich, als ich mich bekehrt habe, den habe ich in jede Versammlung mitgenommen, habe ihn genervt, habe ihn erzählt. Da ist nichts passiert, nichts. Er hat sich dann Jahre später, nachts um 2:30 in der Notaufnahme bekehrt, als keiner bei ihm war. Wisst ihr, da muss Gott wirken. Das kannst du nicht bewirken mit deinen schlauen Argumenten. Interessant ist, meine Mutter hat auch alles gehört. Fruchtet nichts. Aber wenn du siehst, klar, und es ist auch vielleicht bei dir, dass du mit Menschen schon mit dem Evangelium mit ihnen gesprochen hast und da tut sich nichts, dann passiert genau das. Wisst ihr, manchmal wirst du doch wirklich irre. Wenn sich nichts tut, du erzählst es, du nimmst sie mit, du ladest sie ein, es tut sich nichts und du denkst dann irgendwann, was soll man noch tun? Muss nicht. Es ist ein geistlicher Kampf, was da dahinter ist, gell? Was wir machen können, ist beten und weiter treu sein. Was heißt es für uns, Vers 12? Das heißt, Bekehrung ist ein geistlicher Kampf, ja? Das müssen wir uns klar machen. Nicht unsere Methoden sind es, nicht unser, sag's mal, wenn wir den Leuten auf die Nerven gehen, ist es. Auch nicht unsere schlauen Methoden sind es. Der Herr Jesus muss wirken, wir müssen verkündigen. Wenn der Herr Jesus das Herz aufmacht, dann dringt er durch oder auch nicht. Unser Auftrag ist klare Verkündigung, einfache Verkündigung, treue Verkündigung. So, jetzt haben wir gesehen, der Teufel nimmt oft das Wort weg, Vers 12. Das kann geschehen. Jetzt kommt aber etwas, das sehr, sehr
ja, ich sag schon, fast traurig ist. Gell? In Vers 13 lesen wir das. Denn es gibt Menschen, die hören die Botschaft und sagen, das ist eine super Botschaft, die möchte ich glauben. Lesen wir mal Vers 13. Das ist nämlich da, wo es auf Felsen gestreut wird. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche das Wort hören, wenn sie es hören, mit Freude aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das ist, finde ich, ein erschreckender Gedanke. Das sind Leute, die hören das Evangelium, sie verstehen es und sind absolut begeistert. Ist toll. Sie fühlen sich wohl. Wisst ihr, ich habe das schon, das habe ich auch erlebt. Und ich habe das sogar an mir erlebt. Ich bin zum Glauben gekommen. Ob das eine Bekehrung war, weiß ich nicht genau, weil es war sehr verschwommen. Aber ich bin dann in eine Gemeinde gegangen. Das war eine sehr moderne Gemeinde. Toller Lobpreis, tolle Lieder. Wisst ihr, das Evangelium habe ich nicht wirklich verstanden, aber ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe mich da heimisch gefühlt. Da waren Menschen, die haben mich verstanden. Von mir aus, ich war, denke ich, zum Glauben gekommen. Aber das ist eine Gefahr, wenn Menschen nur in die Gemeinde kommen, weil sie sich wohlfühlen, weil sie dort etwas Gemeinschaft haben, das hat nichts mit Glauben zu tun. Wir werden nachher sehen, was wirklicher Glaube ist. Aber denke, das ist gefährlich. Wenn Freude da ist, das ist schön und wir sollten uns alle freuen, wenn Menschen sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Aber Vorsicht, zum Wohlfühlen gehört mehr, als sich hier wohlzufühlen. Ich möchte sagen, was der Herr Jesus sagt, was zur wirklichen Nachfolge Jesus gehört. Und das können wir nicht einfach abtun. In Lukas 14 sagt er uns das in Vers 27. Du hörst die Botschaft vom Kreuz, Rettung ist möglich. Und jetzt sagt der Herr Jesus aber was sehr Dramatisches. Er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder, Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Der Herr Jesus sagt nicht, du sollst jetzt Hass entwickeln gegen deine Lieben, sondern er sagt, die Liebe, die du zu mir haben solltest, muss in den Augen der Menschen so aussehen, als wäre deine Verwandten, die du lieben sollst, wie Hass. Ja, du solltest sie an zweiter Stelle stellen. Als erstes kommt Gott. Das ist das Erste. Und du sollst dich vor allem, sagt er hier, nicht dich selbst lieben. Dann sagt er, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten. Der Jesus sagt jetzt in diesem Gleichnis weiter, oder in dieser Rede, er sagt, du kannst dich für Jesus entscheiden, aber berechne vorher die Kosten. Nicht, dass du später, wenn es hart auf hart kommt, weggehst von ihm und die Leute spotten über dich. Das heißt, der Herr Jesus verlangt von uns auch eine Entschiedenheit. Du musst am Weinstock dranbleiben. Es heißt nicht nur, glaub und danach mir die Sinnflut. Und jetzt sagt er eben hier, die Menschen, die glauben eine Zeit lang, sie sind begeistert von Jesus, aber dann, wenn Zeiten der Anfechtung, der Prüfung kommen, und jetzt könnt ihr euch mal melden, wer hat keine Prüfung? Hat jeder. Dann fallen sie ab, das heißt, sie kehren ihm wieder den Rücken. Anfechtung und Prüfung sind im Glaubensleben ganz, ganz normal. Aber der Herr Jesus sagt hier, es gibt Menschen, wenn genau das kommt, dann gehen sie wieder weg vom Herrn. Ihr habt es erlebt. Das ist auch eine Tatsache, die ich erlebt habe. Als ich mich bekehrt habe, bin ich in diese Gemeinde gegangen und auf einmal sah ich da Leute von früher, die mit mir im gleichen Viertel gewohnt haben, saßen in den Kirchenbänken. Ich war erstaunt. Und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, was, bist du auch bekehrt? Ja, und wir konnten es gar nicht glauben. Die Leute siehst du heute in keiner Kirche mehr. Die sind irgendwo, nur nicht mehr an Jesus. Ja, die hat die Welt wieder zurückgewonnen, so wie es einmal in der Bibel heißt. Ihr habt einen Prediger gehabt, aber wenn der nicht bekehrt war, dann weiß ich nicht, wer bekehrt ist. Der hat gepredigt, der hat mich auch mit zum Glauben, der wollte auf eine Bibelschule gehen, all das. Da habe ich ihn vor Jahren getroffen, hat er gesagt, ich habe ihn gefragt, wie geht's dir? Ist alles so schwer und ist alles so hart und mit Jesus und
letztendlich ist er weit, weit von Jesus entfernt, gell? Weil Anfechtungen und Prüfungen kamen und dann merkst du letztendlich, ob der Glaube was taugt. Wie kann es der Teufel schaffen, dass er dich wegführt von Jesus? Die Bibel sagt einmal durch Geldliebe, ja, die Bibel sagt, die Versuchungen kommen durch die Geldgier. Wer kennt es nicht, dass Menschen ihre ganze Lebenseinstellung nur aufs Geld und Sicherheit, weißt du, und dann sagen, den braucht kein Jesus mehr. Das ist das eine, wir müssen vorsichtig sein bei der Geldliebe. Menschen werden abgezogen von Jesus durch andere Menschen. Ja, Menschen können dich versuchen. Wir sehen das immer wieder. Es kann dein ungläubiger Ehepartner sein, wenn du einen hast. Es können deine Freunde sein, im Studium, überall. Letztendlich kannst du auch von Lehrfragen abgezogen werden, gell? Ich habe von einem Beispiel, das habe ich in Bad Teinach gehört. Da war ein Mensch, der war glasklar bekehrt auch, war im Glauben, hat verkündigt. Der ist an die Uni gegangen, hat seine Doktortitel gemacht, ist mit Lehren in Konflikt gekommen und sagt heute, ich kann das alles nicht mehr glauben. Kennen wir doch, oder? Wenn der Intellektualismus kommt, Prüfung kommt, Menschen fallen ab vom Glauben. Selbst der Dienst, wenn du im Dienst bist für Jesus, kenne ich Leute, die so enttäuscht waren von den Geschwistern, von sich selbst, dass sie gesagt haben, ich möchte mit dem allem nichts mehr zu tun haben. Dann heißt es, Vorsicht. Was sagt die Bibel bei Versuchungen, bei Anfechtungen? Was sagt sie? Was sagt der Herr Jesus dir und mir, wenn ich in Versuchung gerate? Bete und wacht, dass ihr nicht verführt werdet. Das ist die Grundhaltung eines Gläubigen, dass er nicht selbstsicher ist, sondern dass er jeden Tag aufs Neue sagt, beten und wachen, dass ich nicht wegkomme vom Herrn Jesus. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Prüfungen sind oft gut. Er sagt, wenn du durch Prüfung gehst, wirst du härter, im Glauben gestärkt. Aber Vorsicht, sie können dich auch zu Fall bringen. Gell? Deswegen sagt die Bibel auch, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Wir haben gesehen, das Wort Gottes wird verkündigt, der Satan kommt, nimmt es weg. Die anderen werden versucht kommen zu Fall durch Versuchungen. Jetzt hören wir Vers 14. Jetzt kommt der dritte Versuchungsaspekt. Und da heißt es, was aber unter die Dornen fiel, und Dornen ist letztendlich ein Zeichen des Fluches. Ja? Wir sehen, der Erdboden, 1. Mose 3, ist verflucht. Der Herr Jesus hatte die Dornenkrone, ist der Fluch. Er trug den Fluch. Und jetzt heißt es, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es hören, aber sie gehen hin und werden von Sorgen, Reichtum, Vergnügung des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Wer von euch hat schon mal Sorgen gehabt? Wer von euch hat schon mal Vergnügungen, Lust nach Vergnügung gehabt? Das betrifft doch jeden von uns. Der Reichtum kann auch ganz schnell gehen. Hier heißt es letztendlich, diese Dinge können dazu führen, dass Menschen nicht zum Glauben kommen oder dass sie von Jesus abgezogen werden. Wisst ihr, Sorgen sind etwas Schreckliches. Das kommt daran, wie du mit den Sorgen umgehst. Sie können auch etwas Gutes sein. Aber wisst ihr, Menschen können so in Sorgen sein. Das kann Krankheit sein, Arbeitslosigkeit sein. Das können Enttäuschungen in der Gemeinde sein. Das heißt, die Sorgen der Weltzeit. Ist ja alles, was Sorgen. Der eine hat die Sorgen, der andere die Sorgen. Ist ja verschieden. Aber die können so weit führen, dass Menschen sagen, sie sind so enttäuscht und so verbittert, auch von Gott, der jetzt nicht eingreift, so wie ich es möchte, dass sie sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Gibt's alles. Wisst ihr, das Evangelium ist so groß, der Herr Jesus ist so groß, dass du mit all deinen Sorgen zu ihm gehen kannst und sie bringst und er wird sich darum kümmern. Aber es gibt Menschen, die sehen das dann nicht mehr. Die sind nur noch auf sich bezogen, ich. Und dann gehen sie langsam von Jesus weg. Das sind die Sorgen. Er sagt dir, der Reichtum ist ein anderes, wenn du dein ganzes Leben nur auf diese Sachen richtest. Und er sagt hier, die Vergnügungen des Lebens. Ich denke, das ist gerade für die Jungen, das ist auch für die Alten, aber auch für die Jungen ganz wichtig. Vergnügungen, da im Griechischen steht das Wort, dass man für Hedonismus, das heißt Selbstliebe auch, das ist was ganz Wichtiges, was ganz Gefährliches, wie dich der Herr Jesus da vor hoffentlich bewahrt. Hedonismus, Genuss oder Schmeichelei. Wollust, Begierde oder sexuelle Begierde. Wisst ihr, der Teufel weiß doch,
was du eigentlich nicht brauchst. Er wird dir genau das senden, damit du nicht am Herrn Jesus bleibst, was du gerade nicht brauchst. Er wird dir eine hübsche Frau schenken, wenn du sie nicht brauchst und sagst, willst du nicht vielleicht in Ehebruch gehen? Er wird dir eine neue Arbeitsstelle vielleicht geben, wo du mehr arbeiten musst und mehr Geld verdienst, aber weniger Zeit für die Kinder und Gemeinde hast. Wisst ihr, er weiß ja, wie er es machen muss. Letztendlich wird er alles versuchen, wie bei der Versuchung in der Wüste. Er wird dir alles anbieten, nur damit du sagst, ich bete dich an und nicht den Herrn Jesus. Wisst ihr, Vergnügungen dieser Welt ist an jeder Ecke. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du ein Freund der Welt sein möchtest, und damit meint er die gefallene Welt, nicht die schöne Schöpfung, dann kannst du kein Freund Gottes sein, dann bist du ein Feind Gottes. Deswegen heißt es für uns auch ganz klar, wenn ich den Herrn Jesus nachfolge, folge, wohin das Lamm geht, dann muss ich mit der Welt letztendlich auch brechen, muss mit der Sünde brechen. Titus 3,3 sagt, ich möchte es nicht mehr lesen aufgrund der Zeit, sagt, einst wart ihr in diesen Lüsten, in diesen Begierden, in diesen all den Sünden. Einst wart ihr da, aber die, die zu Jesus gehören, haben mit dem allem gebrochen. Auch wenn wir fallen, wir sind ja nicht perfekt, das ist klar, aber die Grundhaltung ist, dieses hat mir nichts mehr zu sagen. Und ganz ehrlich, wenn ich mein Leben früher anschaue, jetzt ist mein Leben überhaupt nicht perfekt, gell? Die, die mich kennen, wissen es, aber das, was mich früher, was der Teufel mir angeboten hat, ist ein großer Dreck, Entschuldigung, dass ich es so sage, ist ein großer Dreck. In Jesus habe ich alles, was ich brauche. Drei haben wir gesehen, der Teufel kommt, die Sorgen kommen, alles möchte uns madig machen. Aber Vers 15, und das ist das Letzte, was wir jetzt lesen, es gibt auch die positive Nachricht. Das lesen wir in Vers 15. Wenn das Wort gestreut wird, dann heißt es, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen, in standhaften Ausharren. Das ist letztendlich das Merkmal eines wahren Gläubigen. Ich sage nicht perfekten Gläubigen, aber eines wahren Gläubigen. Er hat das Wort gehört, er hat es im Vertrauen angenommen und jetzt ist wichtig, er behält es in seinem Herzen im standhaften Ausharren. Das heißt, er geht mit Jesus, er geht, egal was kommt, er geht auf diesem schmalen Weg. Und, ist auch ganz wichtig, wenn du wissen willst, ob du auf diesem Weg bist, ob du gesund bist, da heißt es hier, du erkennst es daran, dass du Frucht bringst. Ja, wenn du am Weinstock bleibst, bringst du Frucht. Manche 30, 60, 90, manche 100-fach, aber du bringst Frucht. Und das ist, denke ich, ein gutes Merkmal, auch ob wir im Glauben wirklich stehen. Wir haben gesehen, dieses Gleichnis letztendlich sagt der Herr Jesus zu uns, dass wir verstehen, dass Menschen unterschiedlich auf das Evangelium reagieren. Das heißt für uns persönlich natürlich als erstes, wo stehe ich in dem Gleichnis? Bin ich jemand, der nur hört und keine Frucht bringt, der, wenn Prüfungen kommen, wieder abfällt? Vorsicht, kann sein. Oder bin ich letztendlich der, der nur sich Sorgen macht und irgendwann vielleicht meine Sorgen, wenn ich zu Jesus komme, nicht mehr bringe? Kann auch sein. Oder bin ich wirklich der, der Frucht bringt? Das heißt auch, nicht nur, was mache ich, sondern was macht der, mein Nachbar? Sehe ich in meinem Nachbar diese Frucht? Kann ich sie anfachen? Oder sehe ich, dass da Fehler sind? Muss ich meinem Nachbar vielleicht helfen, ihn weitertragen, dass er wirklich auch Vers 15 letztendlich lebt? Das ist unsere Verantwortung und ich möchte schließen mit Hebräer 12,1, das uns auch praktisch sagt, was soll man jetzt tun? Ja, wir haben es gehört, das Wort, wir haben es angenommen im Glauben. Was soll man tun? Hebräer 12,1, und damit schließe ich, da heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, Abraham, Isaak, Jakob, all die Glaubenszeugen, die vor uns den Lauf vollendet haben, so lasst uns jede Last ablegen, auch die Sorgen, und die Sünde, die uns zu Fall bringt, die uns leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Christsein ist ein Kampf, kein Wohlfühlevangelium. Es ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf, weil unsere Last ist leicht. Der Herr Jesus hat die Last am Kreuz getragen, aber wir, es ist trotzdem für uns ein Kampf, an dem wir bleiben. Indem wir hinschauen, nicht auf uns selbst, sondern auf Jesus,
den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass mich dir das zum Schluss sagen. Wenn wir auf Jesus schauen, der uns errettet hat, bis zum Ende, dann kann uns absolut nichts passieren. Denn wir haben einen großen Heiland. Und diese Rettungsbotschaft müssen wir den Menschen sagen, ob sie es hören wollen oder nicht. Und da, wo jemand zum Glauben kommt, da ist Freude im Himmel und auch bei uns. Und dann dürfen wir uns auch freuen. Dann dürfen wir die Menschen aber auch begleiten, dass sie nicht abkommen vom Weg. Ich möchte beten noch zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für diese Rettungsbotschaft, die wir in dir haben dürfen, dass der Herr Jesus Mensch wurde, ans Kreuz ging und für uns dieses vollkommene Sühnopfer vollbracht hat, Herr. Wir wollen unser ganzes Vertrauen auf dich setzen, Herr. Und möchte beten für jeden, der nicht klar ist in dieser Sache. Es ist so wichtig, dass wenn wir unsere Augen hier schließen, dass wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Dass wir wissen, Herr, du hast alles bezahlt am Kreuz. Keine unserer Werke kann uns vor Gott gerecht machen, nur der Glaube. Aber schenk uns auch die Kraft, hier in dieser Welt zu laufen, Herr, so wie du es möchtest. Dass wir wirklich in der Heiligung auch nachjagen, dass wir eines Tages, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen, Herr, dass wir dann sagen können, wir folgten Jesus und Jesus allein. Hab Lobpreis und Dank dafür. Amen.